Epike, neuestes Video. Ansage an meine Universität. Wuppertal, ist das euer Ernst? Digga, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Bruder, ich sag dir ehrlich, ne? Jetzt hau das Video raus. Ja, Bruder. Du weißt aber, ich fick mein Studium damit, ne? Bruder, die werden sich spätestens bei der Abschlussarbeit eh ficken. Deswegen, scheiß drauf, mach das. Du sagst, es wird nichts mit dem Abschluss, ne? Wird nichts, Bruder, wird nichts. Umsonst studiert, sagst du? 1000%, Bruder. Jetzt sag ich dir ehrlich, alles oder nichts, mach das. Maxim ist meiner. Schönen Abend auch dir noch. Ich zieh mir das nur noch hier rein, dann gehe ich auch offline, nehme ich mal an. Aber APK, ja, gerade gesagt, es wird nichts mit dem Abschluss. Der hat doch Top-Noten immer gehabt. Also was ich so mitgekriegt habe, war das doch. Der gibt doch in einem Kanal von sich sogar Mathe-Nachhilfe hier online. Scheiß drauf. Ich habe auf meinem Mathematik-Nachhilfe-Kanal ein neues Video hochgeladen. Checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Und ich bin jetzt gleich um 21.30 Uhr live auf Twitch. Wir sehen uns. Ihr könnt auch gerne mal hier anrufen und mal nachfragen, so aus reinem Interesse. Ja, mach gleich Aufruf hier. Ihr könnt ja mal nachfragen. Alter, was hier los? Was man dann Schmeißen machen Sie den muss, raus, damit man für oder? dieses Fach angenommen wird. Ihr müsst nicht unbedingt als APK-Army anrufen. Ihr könnt da einfach mal ganz lieb nachfragen oder einfach nur eine E-Mail schreiben. Einfach da anrufen und reinblicken. APK-Army! Was auf Fläche? Digga, kein Wunder, das ist, Alter. Aber das muss krass sein, wenn der schon sagt, hier, ihr könnt mal da schreiben und fragen, was da los ist, dann muss schon irgendwas. Und mal fragen, ganz höflich, ganz nett. Ja, wie sieht es denn aus mit diesem Studiengang? Was muss ich denn machen? Aber nur, falls ihr Interesse an diesem Studiengang habt. Hier kann man sogar auch bei Google die Universität sehen, an der ich das Fach studiere. Das ist die Bergische Universität Wuppertal. Ihr könnt euch gerne auch mal die Rezensionen angucken. Oder falls ihr irgendwas beizutragen habt, könnt ihr auch eine Rezension dalassen. Natürlich fernab von ABK Army. Leute, ich bin todesabgefuckt. Und egal, ob ihr mich mögt oder nicht, ihr als Zuschauer könnt... Ich mag ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag ihn. Er ist so. Also, wenn mal irgendwann ein Video kommt über ihn hier, APK Exposed, und rauskommt, dass er sich total bei YouTube verstellt hat und er völlig anders ist und so, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Sage ich so, wie es ist. Da würde für mich einfach eine Welt zusammenbrechen. So ein korrekter Dude. Mir jetzt einfach nur weiterhelfen, indem ihr mir sagt, ob ich Psychosen habe, ob ich gerade verrückt bin, ob ich mir zu viel einbilde oder ob ich einfach, und ich weiß, es würdet ihr sehr, sehr ungern zugeben, recht habe. Guck mal, viele von euch wissen ja, dass ich schon seit Jahren studiere, ne? Und leider mein Studium. Ich hatte die Brille rechts zu liegen sehe, so auf den Gläsern, da kriege ich. Ich kenne Haut, Junge. Licht euch auf die Gläser, Junge, aber licht die euch so auf den Rahmen. Alter. Nie ganz beendet habe, obwohl mir noch zwei Klausuren fehlen. Der Rest sind halt nur noch so Seminare, die ich absitzen muss. Warum ich mein Studium nie zu Ende gemacht habe, ist, weil ich halt während meines Studiums, wo ich an der Schule gearbeitet habe, rausgeschmissen wurde. Mit jeder Reaction bin ich so dankbar, dass das ABK als Lehrer geschmissen wurde. Das war eine der besten Entscheidungen, welches Bundesland auch immer diese Entscheidungen getroffen hat. Dann habe ich einfach weiter YouTube-Videos gemacht und bin ab und zu zur Uni gegangen. Hab immer wieder mal im Semester ein Seminar besucht, eine Klausur geschrieben und ich habe immer gemerkt, okay, auch wenn du studiert hast, hast du die Garantie, dass du gutes Geld verdienst. So, ne? Wenn ich zum Glück dieses Talent habe, diese Gabe habe, dieses YouTube-Ding zu machen und es ja eigentlich läuft, dann kann ich das doch ausnutzen, dieses Privileg. Dann irgendwann kam die Sache mit dem Finanzamt. Die haben dann Steuervorauszahlungen genommen. Geld, was ich gar nicht verdient habe, musste ich dann plötzlich versteuern, was auch mein Verschulden war. Irgendwann saß ich da und meinte, hey Mama, dieses YouTube war immer für mich so eine Leidenschaft, so ein Hobby. Und jetzt merke ich halt, das ist voll das Business, voll ekelhaft. Du musst dich da verkaufen und verstellen, damit du damit Geld machst. Und irgendwann meinte meine Mutter zu mir, hey, mach dir doch keinen Stress. Studier doch was anderes. Medien, Videoschnitt oder sonst was. Und ich sagte dann, nee, ey, das ist doch nur Hobby. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, ey, meine Mutter hat recht. Das Schneiden ist eine Leidenschaft von mir. Im Hintergrund arbeiten an Videos macht mir viel mehr Spaß, als ein Video zu veröffentlichen auf YouTube. Da habe ich mir gedacht, okay. Ja, ich bin schon durch, meiner. Ich bin schon durch. Ich ziehe mir noch hier im Video von APK rein, dann ist für mich heute Schicht im Schacht. Morgen wieder in die nächste Schicht und. Oh, Hey Bruder, du hast jetzt schon zwei Fächer studiert. Bewirb dich an der Uni, an der du gerade eh bist. Oder von wo bist du nach Hause gefahren, Junge? Das ist die eigentliche Frage. Für einen dritten Studiengang, nämlich audiovisuelle Medien. Da geht es halt um Videoschneiden und sonst was. Ja, na klar, ja, ein anderes Mal. Wie gesagt, wenn du siehst, dass ich online bin, einfach reinstürmen in der Lobby. Einfach reinstürmen. Kevin Meiner, grüß dich. Ach, bist du eine Weile in? Okay. Wie gesagt, wenn du siehst, dass ich mit irgendwelchen Leuten zocke, einfach Anfrage schicken und dann jetzt los.
Ja, okay, du bist ja orgsüchtig, habe ich vergessen, ja. Du bist ja orgsüchtig. Da kennst du doch bestimmt den YouTuber Sharks, oder? Den feiere ich auch extrem mit seinem Arc-Content. Ich habe noch nie Arc gespielt. Ich bin so süchtig nach den seinen Videos. Das ist wirklich krank. Ich will mich dafür bewerben. Da stand da, du musst so eine Eignungsfeststellungsprüfung machen. Die geben dir etwas vor, dann musst du dazu ein Video machen Nee, und kannst danach in ein nicht. Gespräch gehen. Musst du mal angucken, Sharks. Also wirklich. Also falls dich das interessiert, überhaupt da irgendwas zu gucken. Und dann sagen die dir, ob die dich annehmen oder nicht und welche Note du hast. Ich krieg den Arbeitsauftrag. Okay, ich denke mir so, ja gut, Thema gut, böse. Ey, mach das noch irgendwie so mit deinen eigenen Sachen, die du kennst, so eigene Empfindungen. Mach irgendein Video, was so den Nerv der Zeit trifft. Zu dem Video sollten wir dann so einen Text schreiben. Dieser Text soll dann so das Video quasi. Alter, der ist auch wirklich, was ich mitkriege, ist da auch wirklich gut. Er zockt das wohl auch schon sein Leben lang, nehme ich mal an. Erklären. Ich sag auch ehrlich, ich bin stolz auf den Text. Ein junger Protagonist, gefangen in einem Konflikt zwischen Pflicht und Neigung und den Lockerungen seiner inneren Stimme. Er stammt aus einer gläubigen Familie und scheint demnach seine Religion zu praktizieren. Doch die Maske des Gehorsams zersplittert, sobald er das heilige Heim verlässt und die Schatten seiner wahren Natur enthüllt. Fragmente eines Rätsels bleiben verschlungen in den Wirren seiner Seele. Ist es die Religion, die als sein Kompass dient, oder ist es die Ehrfurcht vor den Eltern, die ihn leitet? Oder ist es vielleicht die Angst vor der Finsternis, die ihn umarmt und ihm den Pfad der Verdammnis erspart? Ich muss einmal angeben, ich hatte im Abitur eine 1 plus in Deutsch. Im Lebenslauf habe ich auch reingeschrieben, das und das habe ich mit Medien zu tun. Und auch wie viele Abonnenten ich habe, meine Reichweite, weil ich mir dachte, okay Bruder, das ist Medienbereich, dann bewirbst du auch mit deinen Yo, ist nichts, Medien Mann. Sachen, die du vorweisen willst. Ich reiche das ein, ich krieg meinen Termin. Ihr müsst euch vorstellen, im Bewerbungsgespräch mit mir waren Leute, die waren 17 Jahre alt. Die hatten am gleichen Tag, wo wir dieses Gespräch an der Uni hatten, noch ihre mündlichen Abiturprüfungen. Die sagen noch zu mir, ich habe noch nie mein Leben ein Video geschnitten. Weil als ich dann rausgekommen bin aus dem Raum, waren da Leute, die an der Uni gearbeitet haben in diesem Fachbereich, die haben mit mir geredet und meinten, ja, wir kennen dich auch von YouTube. Hat sich schon hier rumgesprochen, dass sich ein YouTuber hier beworben hat. Ist ja normal, ist ja Medienbereich. Dann waren die Professoren da. Eine war eine Drehbuchautorin und Regisseurin und der andere Prof, wahrscheinlich auch irgendwas in dem Bereich. Ich komme rein, die geben mir Hand, hallo, ja, dann sehe ich schon auf dem Bildschirm das Video von mir, ne? Und ich hatte meinen Laptop dabei, weil ich habe jetzt gedacht. Okay. Ich komme mir so dumm vor, wenn ich ihm zuhöre, ja. Ja, er bewirbt sich einfach für einen dritten Studiengang. Digga, ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen. Noch nie. Ich komme mir das, krass, vor den ganzen deinen Hut ziehen, Junge. Okay, das ist ein Kolloquium, da musst du wahrscheinlich dann über das Video auch reden. Und die wollen bestimmt auch so die XML-Datei sehen, also deine Projektdaten. Ich habe extra alles offen gelassen, Color Grading, LUTs, damit ich so alles direkt erklären kann. Aber das Komische war, die wollten nicht mal, dass ich meinen Laptop auspacke, Bruder. Stattdessen fangen die an und fragen mich nur über YouTube aus. Was machen sie denn auf YouTube? Ich sag so, ja, verschieden, also mal das, mal das. Sagt, ja, das ist halt zum Beispiel nicht gut. Man muss da so eine feste Struktur haben und so. Und ich sag zu der, ja, nicht unbedingt. Ist doch auch cool, wenn man einen Kanal hat, wo man mehrere Formate bringt. Und dann auch vielleicht zeitgleich mehrere Zuschauer unterhält. Und dann hat man auch vielleicht noch mehr Zuschauer, verschiedene Zielgruppen. Dann steht ihr da, sagt die, ja, also das Ding ist halt, ich habe lauter Fragezeichen im Kopf. Weil vom Schnitt her, da sehen wir ja, sie können das ja alles schon. Also was wollen sie denn noch erreichen? Ich sag so zu der, ja, ich habe zwei Fächer studiert und ich möchte gerne meine Abschlussarbeit im Medienbereich schreiben. Weil ich mir denke, hey, ich bin doch eh im Medienbereich tätig. Die fangen weiter an, nur über YouTube zu reden. Sind sie sich dann dessen bewusst? Sie müssen hier auch natürlich mit anderen Studenten zusammenarbeiten. Und ich sag zu der, ey, ich arbeite gerne mit anderen Studenten zusammen. Ich bin mir auch nicht zu schade dafür. Bruder, ich habe mich von einer richtig werbefreundlichen Seite gezeigt, ne? Dann sagen die, warum gehen sie denn nicht an die IFS nach Köln und machen da vielleicht was im Cutter-Bereich? Ich sag, warum? Der studiert doch schon bei denen. Warum sollen dann? Soll ich denn jetzt an eine andere Uni gehen? Ich habe doch schon hier zwei Fächer studiert. Ich möchte doch nur einen Abschluss haben. Warum soll ich jetzt an eine andere Uni? Meint die, ja, was möchten sie denn später dann werden? Ich sag so, ja, ich weiß es noch nicht. Vielleicht Drehbuchautor. Sagt die, Drehbuchautor. Ja, dann machen sie mal. Das war die falsche Antwort, Bruder. Ist so wie. Meint ja, dann sagen Sie mir jetzt mal eine Idee. Dann saß ich da so und im Kopf, Bruder, verhandeln wir gerade hier um einen Netflix-Vertrag oder was? Was wird für Drehbuch jetzt einfach so freestylen? Ich sitze da, ich sag so eine Idee. Dann merke ich so, dieses Gespräch hatte für mich so ein Gefühl von, entweder, Bruder, du bist überqualifiziert, du bist zu krass, aber geh mal bitte in einen anderen Verein, Kreisliga spielen. Oder ein, du bist ganz falsch hier. Die ganze Zeit hat unsere Professorin geredet. Das war so eine ältere, reife Dame. Ich war vertraut, weil mit älteren Frauen rede ich ja gerne. Dann fängt irgendwann eine Prof an zu reden, meinte zu mir, ja, und bei dem Film stellt sich doch für mich die Frage, ja, wollte dann also damit sagen, dass quasi alle Leute, die dann halt ihren Glauben so dermaßen praktizieren und so, dass die dann vielleicht kriminell sind. Aber ich sag, nee, eben nicht. Das ist ja halt dieser polarisierende Charakter des Videos. Bruder, ich weiß nicht, ne, aber haben die mein Video in Sylt bewertet oder wirklich in Wuppertal an der Uni? Ich frage.
Frag für einen Freund. Ich hab dann auch dann denen gesagt, ja, und ich hab das Video extra so gemacht mit Jugendlichen, mit jüngeren Leuten, weil ich halt so den Nerv der Zeit treffen wollte. Musikvideos sind heutzutage so aufgebaut. Die sagen, ja, wir hätten noch so viele Fragen an Sie, aber leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Dann meinte die selber noch zu mir, was wollen Sie denn hier lernen? Ich habe gesagt, vielleicht auch so mehr Gedankenstruktur. Ich habe gesehen, Sie haben hier Module, wo man halt lernt, wie man... Was hast du denn so? Konzeptionelles Gestalten, Entwurf, programmtechnische Grundlagen. Also auf sowas hätte ich auch richtig, auf sowas hätte ich richtig Bock, Junge. Nee, du hängst das hier an deinen Job fest, weißt du, weil hast ja auch Pflichten und Leute sind von dir abhängig und musst Kohle verdienen und... Ein Drehbuch schreibt, Storyboard macht und... Detailtypografie, was? Ich weiß nicht mal, was es heißt, einfach. Bild-Tongestaltung, das hört sich so extrem interessant an, finde ich. Sowas, das sind Sachen, die kenne ich nicht. Auch der Umgang mit Lichtquellen, da gibt es viele Sachen, die ich noch gar nicht kenne, auch wenn ich schon lange Videos schneide, aber Sachen, die ich gerne professionalisieren würde. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne, wir nehmen ja sehr wenige Bewerber nur an. Ich muss euch vorstellen, ich bewerbe mich mit folgenden Qualifikationen. Und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben. Das sage ich jetzt nur, damit ihr mal seht. Ich habe Abitur mit 1,7. Ich habe 2 Fächer studiert an dieser Uni. Ich mache seit 10 Jahren YouTube-Videos. Ich bin jeden Tag mit Videoschnitt, Videografie und so beschäftigt. Und ich habe 1 Million Abonnenten auf YouTube. Das heißt ja auch schon, dass irgendwo deine Art und Weise, dein Stil, wie du Videos machst, Anklang gefunden hat. Das heißt, das wird ja irgendwo wahrgenommen von der breiten Masse. Jeden, den ich gefragt habe, er sagt, Bruder, du bist überqualifiziert. Auf jeden Fall kriegst du dann den Brief, steht da einfach drinnen, Bruder. Absage. Note 4,0. Du bräuchtest eine 3,0, damit wir dich annehmen. Ich war Schurke, ne? Wer sollte dich denn jetzt beworben haben, ohne Arroganz zu klingen, der viel, viel mehr Erfahrung und mehr Berührungspunkte da mitbringt? Die Leute sind 17 Jahre alt, die sich bewerben. Ich hab fast geheult, ne? Wallah, bin ich fast geweint. Guck mal, ich hätte verstanden, wenn ich mich für ein Sportstudium beworben hätte, die nur meinen Körper angucken und sagen, Bruder, du bist zu fett, geh bitte. Ich wäre nicht mal sauer. Ich würde sagen, ja, Bruder, bin ich auch und würde direkt wegrollen. Aber das, was die gerade bei mir machen, ist so wie jemand ist Tierarzt und sagt, ey, ich würde gerne jetzt als Tierpfleger arbeiten. Ich möchte nur Katzentoiletten sauber machen. Und die sagen zu dem, nein, darfst du nicht. Ist das fair? Nein, natürlich nicht, mein Bruder. Egal, ob ihr meinen Content mögt oder nicht. Aber die Erfahrung, die ich ja durch YouTube habe, kann mir ja keiner absprechen. Jetzt gucken wir uns auch mal die Filme an von diesen Dozenten von der Uni. Transfergespräch Spezial. Wenn man bei Ihnen studieren möchte, was sollte man mitbringen, wenn man sich für dieses Fach entscheidet? Ja, also eine ganz wichtige Qualität ist, dass man neugierig ist. Eine andere Sache ist, dass Sie sich filmisch vorbilden, aber dass man sich irgendwie ans filmische Erzählen ranwagt. Kleine Filme drehen. Ne? Wir geben ein Thema und dann drehen die einen Film dazu. Wenn das der erste Film ist, den die machen, das sehen wir sofort. Ne? Also wenn das so ungewohnt ist, dass die filmischen Mittel so ungelenk einsetzen, dazu haben wir zu viele Bewerber, ne? dann ist die Chance relativ gering, dass sie dann auch die Aufnahmeprüfung schaffen. Wenn es da aber einen Prozess gibt, das merken wir. Und dann, also dass sie irgendwie aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz heraus irgendein Thema aufgreifen und uns das plastisch erzählen. Genau das mache ich doch jeden Tag, wenn ich YouTube-Videos mache. Und trotzdem wird mir das nicht angerechnet und ich werde einfach abgelehnt. Für das Internationale Frauenfilmfestival. Und da ist jetzt dieser Hund mit dem Kopftuch drauf. Diesen Blick von diesem Hund mit seinem Kopftuch, ich finde das ganz toll. Das Bild hat... bei den Veranstaltern oder bei den Leuten, die es auch ausgesucht haben, eine Riesendiskussion gegeben. Kannst du das nachvollziehen? Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Es kann auch sein, dass sie mich genommen haben, weil die gesehen haben, dass ich so ein religiöses Video gemacht habe. Die wollen jetzt darüber bestimmen, was heute passt in den Medienbereich und was nicht. Diese Uni, die haben mit mir damals einen Film gemacht. Die haben den 5 Jahre lang jedes Semester gezeigt, wann Leute sich an der Uni eingeschrieben haben. Ich war euer Maskottchen am Anocke. Du sitzt hier in Deutschland, du bist kurz vor der Insolvenz, willst noch irgendwas anderes machen, um einen Mehrwert auch zu haben. Mir werden alle Türen zugemacht. Die Bastarde, die jetzt in die Kommentare schreiben, ja, bist du halt selber schuld, wenn das ist. Schreib das bitte erst in die Kommentare, wenn du dein Abitur mit 1 gemacht hast, wenn du deine Eltern gepflegt hast, wenn du 1 Million Abonnenten auf YouTube hast, dann schreib mir das in die Kommentare. Hat er recht. Hört sich vielleicht eingebildet an, für Leute, die jetzt nicht so kennen oder verfolgen. Aber hat er einfach recht, Junge, was der geschafft hat mit und dabei auch so positiv dem Leben gegenüber zu bleiben. Bruder, also wir die meisten anderen, also ich werde zerbrochen an seinem Schicksal, hat seine Eltern gepflegt, ein Familienmitglied ist, von dem ist durch unnatürliche Weise gestorben und all solche Faxen, Junge, ich war schon lange wieder irgendwelchen Drogen verfallen oder im Alkohol.
Bruder. Ich mache diese Videos auch, um euch Zuschauer zu zeigen, wie das wirklich ist, wenn du YouTuber bist und noch versuchst, zeitlich ein normales Leben zu führen. Jetzt kann ich noch auf jeden Fall hier so einen Widerspruch schreiben. Ich mache das jetzt. Und 3 Wochen später bekam ich dann die Antwort. Jetzt sind einige Wochen vergangen und ich habe die Antwort bekommen. Ihr seht, ist das hier der Brief? Den öffnen wir jetzt zusammen. Gelbe Briefe, Junge, von der Staatsanwaltschaft, die sind auch immer gelb gewesen. Also hab ich heute noch Schaden von. Wenn du mich wirklich schocken willst, leg mir einen gelben Brief im Briefkasten, Junge. Da schreie ich und knallt den Briefkasten dazu. Alter, da habe ich genug von dir gekriegt. Live-Reaction mit euch. Ey, wie tief bin ich gesunken, dass ich einfach Live-Reaction auf Briefe mache. Kleiner Fun-Fact, vor Gericht ist wichtig, eventuell wann du den Brief gekriegt hast. Und das steht meist nicht in dem Brief, sondern hinten drauf auf dem Umschlag. Die habe ich natürlich immer alle weggeschmissen. Heb die Umschläge mit auf. Heftet die am besten direkt an den, mit dran, tackern an den Scheißbrief. Boah, ich bin so gespannt, Bruder. Sieht nicht gut aus, oder? Warum ist das immer so beschissen bei mir, Bruder? Nach erneuter, sorgfältiger Überprüfung der Sach- und Rechtslage durch die Prüfungskommission kann ihrem Widerspruch nicht abgeholfen werden. Hier sind auch noch Noten. Guck mal. Ach du Scheiße. Die geben mir für meine Wahrnehmungsfähigkeit eine 4, also nicht bestanden. Vorstellungsvermögen, 4, nicht bestanden. Darstellungsvermögen und Darstellungsfertigkeit, also die Art und Weise, wie ich schneide, wie ich das Ganze in ein Video mache, 4, nicht bestanden. Daraus ergab sich die Gesamtnote 4, nicht bestanden. Ich habe überall eine 4. Kein Mensch hat auf dem Zeugnis überall die gleiche Note. Man hat immer irgendwo wenigstens eine 3 dazwischen. Aber hätten die mir ja irgendwo eine 3 gegeben, hätten die mich ja annehmen müssen. Ich schwöre, Wallah, ich bin der Meinung, die haben das extra gemacht, weil die sich gedacht haben, Bruder, der ist YouTuber, der ist nicht politisch korrekt, der ist kontrovers, den nehmen wir nicht an. Nach dem Ablehnungsbescheid habe ich schon versucht, die mehrmals zu erreichen. Hat leider nicht geklappt. So wird das bei euch auch sein, wenn ihr da anruft. Die gehen sehr, sehr selten dran und auch ungern gehen die ans Telefon. Aber ihr könnt da gerne nochmal mehrmals anrufen einfach. Ich habe jetzt sogar 15 Mal da angerufen, um mit denen zu reden. Vielleicht kann man da noch irgendwie was klären. Aber ganz ehrlich, lass mich auch nicht zum Hund machen. Und dann bettel ich lieber im Internet für Geld wenigstens. Hier steht auf jeden Fall, dass ich noch innerhalb eines Monats eine Klage erheben kann. Oder was für Klage? Wallah Bille, die bewahre ich mir lieber auf, falls die mich nach diesem Video versuchen zu verklagen. Uni Wuppertal, Fakultät Kunst, richtige Chada. Hätte ich was mit LGBTQ gemacht und so irgendein Junge, der sich outet und dann Probleme bekommt und sonst was, hätte es bestimmt sein können, dass die mich annehmen. Wie kann das sein, Bruder? Wofür machst du Abi mit 1? Wofür schneidest du Videos seit deinem 12. Lebensjahr? Sibbe, wenn ich hier noch irgendwas machen sollte. Ich habe das Gefühl, in Deutschland, du lebst besser, wenn du gar nichts machst. Wenn ich irgendwann mal vom Staat leben sollte, dann ist es für mich meiner Meinung nach ohne schlechtes Gewissen und vollkommen gerechtfertigt. Was soll ich jetzt noch sagen? Das war's mit dem Video, Leute. Wir sehen uns gleich in meinem Livestream. Kommt alle vorbei. Bis dann, haut rein. Bruder, das ist hart. Das ist hart, Junge. Das kann doch nicht sein. Digga, der schneidet so geile Videos, wirklich, Junge. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ey, Privater, Grüße. Kommst genau richtig zum Ende des Streams.